So, und wir haben Podcast von Sven Heidenreich. Wir sind jetzt bei Folge 759. Jetzt mal wieder mit dem Olympus aufgenommen. In ganz hoch, also manuell. Aber ich habe kein Weit drin. Wieder ein Podcast. Langer Zeit wieder mit dem Olympus. Wie gesagt, kein Weit. Dafür aber volle Pulle, 320. Also so wie ihr halt kennt. Und mal wieder als Kontrast zu der ganzen iPhone-Sache. Genau. Jetzt mache ich hier erstmal die Fenster in der Küche auf. Und dann beginnen wir den Tag, den Mittwoch, den 23. Januar. Davor habt ihr den 22. Januar gehört. Und zwar habe ich Bernd ja ein kleines Geburtstagsständchen gesungen, sozusagen mit einigen seiner Lieder. Und bin gespannt, was er dazu sagt. Also im Grunde hoffe ich, dass er sich, also geht es nicht darum, dass er mich irgendwie, ne, in den Himmel hebt oder sowas, sondern mir ist darum, dass er sich halt freut drüber, dass er Spaß damit hat. Nicht, was ich jetzt von ihm jetzt letztendlich höre, sondern also was er sagt, sondern dass er Freude daran hat. Das ist wichtig. Ne? So, jetzt begeben wir uns mal hier in dieses wunderbare schwingt dein Ding auf. Hast du auch schön durchgelüftet hier. Ich habe nämlich aufgehabt die ganze Nacht hier im Badezimmer. Ist man natürlich zu, weil beim Duschen ist das nicht so angenehm, wenn es dann so ist, wie es ist. So, jetzt begebe ich mich auf die Toilette und danach geduscht. Genau. Ja, es ist wie gesagt Mittwoch heute und heute gibt es Fischstäbchen zu essen. Das ist eigentlich ganz okay. Gut, die Soßen sind immer ein bisschen, aber egal. Ich möchte mich nicht beschweren, denn bin froh, dass ich was kriege und ja. Heute wäre Bockwursttag, aber da ich kein Kleingeld mehr hatte, habe ich mir keine Bockwurst geholt. Ist auch nicht so schlimm, man muss nicht jeden Mittwoch eine Bockwurst essen. Und letztendlich, ja, mein Gott. Die Welt. Ja, auf jeden Fall war es schön, mal jetzt das Keyboard auszuprobieren über die Rekord HQ Pro App. Ich habe natürlich ein bisschen, es klang natürlich ein bisschen schrill wegen der Höhen. Also ich muss es wahrscheinlich noch ein bisschen besser zugeben zum Mikrofon und natürlich alles noch ein bisschen zurückfahren. Aber gut, wir wollen ja auch keine Profi-Aufnahme machen und für die Live-Darbietung war es ja okay. Ja, ich meine, ich bin ja kein Profi und werde auch nie einer werden. Jetzt lege ich den Olympus wieder dahin, wo alles immer liegt. Vor, und zwar auf der Washing Machine. Alles so wie immer. Genau. Achso, jetzt noch meine richtig. Rapper-Side. So. Jetzt natürlich noch meine Unterhose weg. Genau. Kommen wir hier rein. So. Richtig. Hausschuhe ausgezogen. Ruhe ab. Ganz wichtig. Sonst gibt es eine Schwimmuhr. Ja, ihr seht, meinen Audio-Recorder, den vernachlässige ich nicht. Auch wenn es momentan so aufsilbert, aber nein, der Olympus, gerade auch der 720, der mein Lieblingsgerät ist und auch bleibt von den Olympus-Geräten, weil er halt so schön flexibel ist, weil ich mit ihm halt schön manuell aussteuern kann. Und diesmal, wie gesagt, keine Zoom-Einstellung. Ich begebe mich also hier in den Raum, in den Kühlschrank. Dann wollen wir mal duschen. Also, es geht los. Ja.
natürlich auch manchmal ganz gut, das iPhone ein bisschen zu schonen. Ne? Ist ja nicht mehr das Neueste. Ja, und so ist es einfach. Ja, das ist halt einfach so. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sauber gleich. Und dann kommen die Zähne dran und werden Zähne geputzt. Ja. Also wie immer. Darf und auch jeder hochladen dürfte.
Ich habe da kein Problem mit, weil ich habe nichts zu verlieren. Ja, also ich glaube nicht, dass sich jemand mit meinem Lied Millionär wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn, dann ist das so. Dann kann ich auch nichts gegen machen. Weil selbst wenn das passieren würde, lernen wir mal an, jemand klaut jetzt ein Lied von mir, wird dadurch reich, sichert es auf seinen Namen ab. Was kann ich letztendlich dagegen machen? Ja, ich kann mir keinen super Anwalt leisten. Also insofern, ja, also wenn man mal logisch denkt, man ist ja ein kleines Licht. Und ich kann, klar, ich kann, könnte mich natürlich auch dagegen sträuben, meine Lieder irgendwie absichern und sagen, eh und so. Aber was bringt das? Das bringt ja nur, wenn man selber viel Geld hat. Und ja, ich bin da auch nicht so, also ich, also ob ich jetzt mein Lied singe oder irgendein anderer, für mich ist immer wichtig, dass die Person, die ich besinge oder dass die erreicht wird und dass ich Spaß in dem Moment an der Freude habe. So, und wenn jetzt ein anderer plötzlich mein Lied nimmt und irgendwie anders arrangiert und damit Kohle macht, ja, dann ist es halt so. Ja. Sicher ist man ein bisschen traurig, wenn man denkt, ein bisschen was abhaben würde man ja schon gerne, aber auf der anderen Seite, Geld verdirbt den Charakter. Und die Frage ist ja auch wirklich, wenn ich jetzt so ein Studioprodukt nehmen würde, nehmen wir mal an jetzt, ist es dann auch mein Verdienst eigentlich, weil ich es ja letztendlich nicht mehr promote selber, sondern letztendlich macht es ja andere. Und ich meine, wenn ich dann da noch mit einem Hit eine Million verdiene, ein anderer hat es aufgenommen, andere haben es vermarktet, was hat es denn alles noch mit mir zu tun? Also, denkt mal ein bisschen drüber nach. Das Einzige ist, dass ihr euer Lied gesungen habt, aber alles andere, ja, wird ja von anderen vorgegeben, wann ihr auftreten sollt. Und ich finde, da stellen sich manche zu sehr in den Vordergrund und sagen sich, hey, ich habe ja, weil wenn der ganze Apparat da hinten nicht funktionieren würde. Und deswegen, man muss mal überlegen, welcher Künstler macht es wirklich oder schafft es wirklich vollkommen allein, sein Lied zu vermarkten und zu promoten. Ja? Ohne dass da jetzt irgendwie Studios dahinter stehen und irgendwelche namhaften. Das muss man sich einfach mal überlegen. Ja? Wenn man darüber nachdenkt, stellt man ganz schnell fest, wie klein man als Künstler doch eigentlich ist. Und ja, das werden die ganzen anderen Leute nicht wehren. Also Marketingabteilung, bla bla bla, plus Publikum, sag ich mal, die ja letztendlich das Ding kaufen müssen, damit man reich wird. Ja? Und ja, was hat das letztendlich nachher noch an? Was hat das letztendlich nachher mit einem von mit sich selber zu tun? Ne? Man singt das Lied eigentlich vielleicht nur noch. Manche singen es ja auch nicht mal, weil sie ein Playback machen. Also insofern jeder, der sein Lied selbst oder auch Gruppen, die ihre Lieder selbst hochladen, schreiben, spielen, verbreiten, haben ja meistens gar nicht so viel davon. Aber es ist von denen. Das ist doch eigentlich viel mehr wert, als wenn ich jetzt irgendeine teure Studioproduktion habe und mein Song klingt leider nicht mehr so wie ich, sondern es klingt dann wie alle anderen und andere Leute vermarkten das Ding. Klar, ich werde dann reich und berühmt, aber ja, nur durch Anprobeln und so eine Sache. Das ist dann halt nicht mehr das, was ich möchte. Also ich möchte, dass mein Lied so wie es aus mir raus sprudelt, so muss es auch hochgeladen werden. Weil ich will sagen können, so ein Blödsinn macht nur Sven. So. Ne? Egal wie es jetzt klingt, ob es jetzt gut klingt oder nicht gut klingt, das ist ja mal. Ne? Aber ich will sagen können, den Quatsch habe ich gemacht. Und egal ob mit Werkspeed oder jetzt programmiert oder gesungen. Aber irgendwas muss in diesem Lied drin sein, wo man sagen kann, ja, würde kein Plattenproduzent so vermarkten. Weil es einfach. Und das ist mir einfach wichtig. Und
Deswegen bin ich da nicht so und sage mir, meine Lieder sind einfach nur meine Lieder. Ja? Klar würde sich jeder über sowas freuen, wenn er mal ein bisschen Geld damit verdient. Aber auf der anderen Seite, ja, gut. Man muss auch immer wieder nachschieben. Und das wäre mir auch zu anstrengend. Nee. Lieber so wie jetzt einfach das Modular, was man halt hat, und fertig. Und egal, was damit passiert, ja, in 30 Jahren kann man sich das Video anhören und lacht man noch drüber. Darauf kommt es an. Dass man in 30 Jahren vielleicht selbst reflektiert und sagt, oh Gott, was war das denn damals? Wenn er wirklich mal auftaucht oder wenn er, aber wie gesagt, auf jeden Fall, das ist mir einfach alles sehr wichtig und ja, ich finde, darauf kommt es letztendlich beim Musikmachen an, dass man Leute erreicht. Vor allen Dingen, dass man Leute erreicht, die man als da letztendlich gar nicht erreichen würde, weil sie unerreichbar sind. Genauso wie man selber unerreichbar wird. Und ja, ich möchte halt noch wissen, was ich gesungen habe. Ich möchte nicht sagen können, ja, das habe ich irgendwann mal gemacht, aber ja, also alles, was ich gemacht habe, hat irgendwie seinen Sinn gehabt und ja. Klar, das ist
Lieder, die ich mit Leuten geschrieben habe, wo ich heute sage, gut, ist nicht mein Gebiet gewesen, wie Millennium Löwen damals, dieses Fußballlied. Deshalb würde ich auch immer sagen, eigentlich ist es mehr das Lied von Conny. Ne? Es ist nicht meins, weil ich habe von Fußball weder Ahnung, noch bin ich vom Fußball überzeugt. Ist ein nettes Lied geworden für den Verein damals. Aber ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, da stehe ich jetzt als Sven hinter. Für mich ist es halt eher, das Lied habe ich mit Conny zusammengeschrieben und es hat Spaß gemacht. So. Und das ist das, worauf es ankommt, letztendlich für mich. Ja, mich interessiert da nicht die Fußballmannschaft oder so, sondern mich interessiert da wirklich diese ganze Prozedur. Wie wurde das aufgenommen? Wer hat alles mitgemacht? Wir haben alle Spaß gehabt. Und das ist es. Darauf kommt es an. Und wenn man das Lied hört, weiß man, erinnert man sich an diese Session zurück, wie man da das aufgenommen hat und sagt, ey geil, war doch ein geiler Abend damals. So. Und das finde ich einfach immer wichtig. Weil man einfach eine geile Zeit hatte. Ja? Und ja. Genau. Und ich, wie gesagt, mir hat das gestern Spaß gemacht mit dem Live-Ständchen bringen und das war schön. Also, hat Spaß gemacht. War zwar nichts Neues, nichts, wo man jetzt sagt, boah, ja, aber ich glaube, für ihn war es wirklich mal wieder so Reflexion, ne? So von wegen, ja, genau. So. Und darauf kommt es ja letztendlich an. Und sagen kann, hier, ich kann euch vorspielen, wie Sven meinen Geburtstag gefeiert hat am 2023 und fertig. Ne, so. Und meine Lieder gesungen hat. Ich meine, sie bleiben auf jeden Fall den Leuten in Erinnerung irgendwann. Und das, ja, genau das will ich. Ja. Genau darauf kommt es an. Auf die kleinen Dinge im Leben. Genau so ist das. Und wir alle, ne, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Masse produziert wird und alles gleich klingt und alles teurer wird, müssen wir doch so ein bisschen dagegen steuern, mit kleinen Gesten, mit, ja. So, das T-Shirt von gestern, das tue ich natürlich weg, ist ja klar, brauche ich nicht, ich ziehe mir ein frisches an, ja, das machen wir. Na ja, sagst du auch, ne? Ist wichtig, immer frische Sachen anziehen. So, ich gehe mal kurz ins Bad, lasse das Gericht jetzt mal liegen. T-Shirt besser gesagt. Nämlich ja. Machen wir heute alles ganz in Ruhe wieder. Ne? Ganz in Ruhe, hetzen nicht. Ja, frisches T-Shirt. Ist doch was Schönes. Also, Axel-Shirt natürlich. Aber ist ja auch so, es war nicht ganz so warm heute, aber ist mir doch egal. Ich möchte mich noch nicht dick anziehen. Habe ich keine Lust zu. So. Genau. Na, seht ihr? Alles gut. Jetzt kann ich auch wieder schön mein Gerät festmachen. Ja, damit ihr, das ist natürlich wieder der.
Das Ding wird ans T-Shirt gemacht und fertig. Das ist natürlich wieder ein Riesenvorteil. So. Genau. Gesperrt ist er. Dran gemacht ist er auch. So, dann werden wir heute noch mal Trockenfutter essen, Dicke. Denn du musst ja mal langsam dein Fressen essen. Das Futter gibt es erst wieder, wenn das Ding da oben ein bisschen leerer geworden ist. Erstmal auf die Leiter kommen hier. Also, ne, Dicke? Ja, fein, ne? Ja, fein. Ja, was denn? Ja. Ja, geh in dein Häuschen. Ja, fein. Geh in dein Häuschen. So ist fein. Na komm. So, ja, Dicke. So, alles gut. Alles gut, Dicke. Ist alles gut. Guck mal. Ne? Alles gut. Alles gut. Ja, fein. Fein. So, was haben wir denn hier Schönes? Na, wird doch leerer langsam. Ne? Siehste, brauchen wir nichts wegschmeißen. Und so, machen wir dir noch ein neues Wasser. Auch gleich mal machen. Ne? Ist ja auch mal wieder Zeit, dass du mal wieder neues Wasser, frisches Wasser hast. Gerade bei der Hitze jetzt. Ja, wir haben es ja auch noch nicht spät. Ja, wir haben es ja auch erst 4. Und Hunger. Mein Kater hat Hunger. Ja. Lass mal laufen, das Ding hier. Kälter wird hier. Ein bisschen abgießen, so soll ja nicht zu voll werden. So. Aber meine Katze braucht frisches Wasser. Ja, Dicker, du bist jetzt für Mia. Die muss auch mal frisches Wasser kriegen. Ha, Mia? Ja. Na ja, kriegst du ja auch, Dicke. Mache ich Mieze auch noch frisches Wasser? Das Blecki kriegt nachher Nassfutter mal. Wollen wir schon mal schauen. Genau. So. Jetzt Herkula-mäßig. So. Nicht Herkules, sondern Herkula. So. Dann haben wir hier. Die, guck mal, Dicke. Dann trink mal. Das ist auf jeden Fall frisch, aber genau. Jetzt gucke ich mal bei Mieze. Ist doch bestimmt auch schon. Also gut, die wird trinken, wenn ich nicht da bin, wahrscheinlich. Das frisst sie wieder, glaube ich. Egal. Ist ja wurscht. Ja. Hallo Mieze. Ja, Mieze ist auch da. Ne? Da ist sie, die Mieze. Ja, da ist sie, ne? Da ist meine feine Mieze, ja. Du kriegst auch Wasser, ne? Fein, ja, dein Stühlchen, ne? Dein Stühlchen. Ja, ist ja deiner, ne? Ja. Ja. Ja, hat auch schon fast aufgefressen. Jetzt brauchst du natürlich auch noch Wasser. Seht ihr, die Schalen sind wirklich fast leer. Das ist schön. Muss Mia noch ihre leer machen und dann gibt es heute Abend Nassfutter. Ja. Ne?
zur Not kann er ja immer noch, kann Blackie ja immer noch oben zu mir gehen und fressen. Das ist ja auch noch möglich, weil ich will ja auch, dass das alles mal alle wird. Das bringt ja gar nichts, wenn es irgendwie immer wieder auffüllt und auffüllt und auffüllt. Ja, dann muss ja auch mal auch aufgegessen sein. So, wieder ein bisschen. Genau. Wichtige ist, gerade jetzt bei der Hitze, Wasser. Das ist immer am wichtigsten. Frisches Wasser haben. Ne, Mietze? Frisches Wasser, ja. Ja, frisches Wasser ist immer toll. Ne? So, da haben wir frisches Wasser. Ja, ein bisschen noch ganz aus und hier. Genau. Ja, wunderbar. Ist doch gut. Und nachher, wenn ich wiederkomme, gibt es dann Nassfutter für euch. Wenn alles aufgegessen ist. Ja, wenn auch Mia mal ein bisschen, ne, die wird auch ein bisschen, oder von mir aus frisst Blackie das dann weg, ist mir auch egal, aber genau, Mia. Na, fress. So. Genau. So. Weil da sind ja auch noch ein paar Krümelchen drin bei Blackie. Und wenn Blackie wirklich Hunger hat, dann frisst er die nämlich auch noch. Und dann ist alles schön ratzeputze leer. Und dann können wir weitersehen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen gemütlichsten Teil. Den Morgenkaffee. Ja. Wieder mit dem Olympus. Wieder am T-Shirt. Genau. 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 Machen wir doch. So, ist kein Problem. Ne? So. Jetzt muss ich natürlich meinen Süßstoff für euch ist natürlich so klar, ne? Süßstoff brauchen wir, ja. Genau. Ist noch genug drin. 1, 2, 3. So. Naja, was soll's, ne? Sag ich dazu immer. So, gucken wir mal, ob wir noch Kaffee hier drin haben. Gut, mal gucken, wo mein Kaffee ist. Genau, so. Ja, der böse Wolf. La 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 la. Ja, der böse Wolf. Ja, der böse Wolf. Der böse Wolf. Schnuppidu.
Und schon wieder kommt der böse Wolf und frisst die Geißlein. Das finde ich nicht gut. Das soll er lassen. Ja, der böse, böse Wolf, er frisst die Geißlein. Das möchte ich lassen. Das würde ich lassen. Aber der Wolf hört nicht auf mich. Aber der Wolf hört nicht auf mich. Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Das rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Pum, pum, pum. Ja, das rumpelt in meinem Bauch herum. Pum, pum. Ja, das rumpelt in meinem Bauch herum. Rumpelt und pumpelt pum, in meinem Bauch herum. Was rumpelt in meinem Bauch herum? Was rumpelt in meinem Bauch? So, ich habe zwei Pads mir genommen und ja, alles ist gut, solange du wild bist. Darf man das sagen? Da ist es jetzt wieder geklaut. Also, egal, ist ja wurscht. Ist alles wurscht jetzt heute. Heute ist alles wurscht. So, jetzt natürlich die Pets. Und damit hat sich's. Und es läuft. Schalalalalala und es läuft. Schalalalalala und es läuft. Oh ja, oh ja, da kommt irgend so ein Typ, der ist doch klar. So, was hätten wir? Ja, ja, ich sing ganz laut. Hennemel, weil wir wissen Bescheid. Ja, jetzt haben wir hier die Tasse. Ist sie heute sehr voll? Mal gucken. Ich nehme sie mal ganz sanft runter. Mal gucken, kann ich sie? Ah, ich werde mal doch ein bisschen abtrinken, das ist mir doch ein bisschen sicherer. Bevor wir hier Riesensauerei machen, trinke ich lieber ein bisschen was ab. Oder? So, hingestellt. Sei mal dahingestellt, sag ich immer. So, jetzt natürlich die Maschine. Da, 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 die Maschine. Die Maschine. Ja, Tuch. Es war einmal ein Tuch. Es wird eine längere Aufnahme, sage ich euch ja mal. Wieder mit dem Olympi-Dimpi. Ja, mit dem Olympi-Dimpi. Ja. Mit einem Olympus. Mit dem DM720. Dem Gerät meines Vertrauens. So, ja. Und ich finde das Gerät einfach, also das ist für mich immer noch der beste Olympus. Da kommt auch kein anderer Olympus ran. Auch nicht der 770, weil der ist einfach wiederum, der hat schon wieder das Problem, dass er einfach mir zu viel abnimmt. Also,
Ich finde gerade diese manuelle Aussteuerung finde ich gerade gut. Schön laut, schön kräftig. Ja. Der 770 spricht zwar mehr, aber gut, der ist ja auch für eine andere Zielgruppe gedacht letztendlich. Ne? Aber also ist ja auch mehr so, ne, einfach gehalten. Aber ich finde, dann hätte man die Geräte auch wirklich ein bisschen unterschiedlicher aussehen lassen können. Also dass man halt dasselbe Gerät nimmt und letztendlich, also das finde ich ein bisschen, ja, da hätte man sich ein bisschen was einfallen lassen können. Auch designsmäßig, dass man halt sagt, gut, der 720 sieht doch noch ein bisschen anders aus als der 770 oder irgend sowas. Ne? Das sind halt so Sachen, ja, also ist genau wie mit LSP4 und LSP2, ja, also wie kann man das selber Gerät rausbringen und eine Software einfach nur ein bisschen verändern und schon, ne? Also das sind so Sachen, ich meine, da muss man schon sagen, da hat Olympus in der Beziehung natürlich zum Schluss gar nicht mehr so richtig, ne, also ich sage ja, die letzte Zeit war wirklich mit dem Olympus DM 770, 27. Ich meine, da lief es schon so, dass sie ein Gerät gemacht haben. Gut, haben sie eigentlich immer gemacht. 450 und 550 sehen ja auch identisch aus. Und sind es nicht. Also beim 450 fehlt die manuelle Aussteuerung. Ja, ich finde immer so abgespeckte Versionen. Ich meine, klar, sie sind dann halt günstiger. Aber ich finde schon, dass man auch designsmäßig oder dass man auch die Geräte auch unterscheiden sollte. Wenn man jetzt wirklich beide hat, die sehen total gleich aus. Also das ist, naja, gut. Aber es ist ja auch eine Ansichtssache. Vielleicht ist es ja auch für manche gerade gut, die dann sagen, ja, mein Gerät sieht aus wie das Topmodell, nur hat zwei Funktionen weniger. Also wie gesagt, das ist ja auch alles immer eine Geschmackssache. Ne? Und jeder. Aber ich finde gerade beim 770 und 720, das ist so. Also ich hätte es noch verstanden, wenn sie einen gemacht hätten mit Sprachausgabe und einen ohne, dass man halt sagt, okay, einen für die Masse, einen für. Aber dass beide mit Sprachausgabe kommen und einer mit Hilfstexten, der andere ohne, also das finde ich ein bisschen. Naja, ich habe zwar beide, aber wie gesagt, mein Held ist der 720. Weil ich einfach mehr über den verfügen kann. Ich kann den Energiesparmodus abstellen und so eine Geschichten. Das sind einfach Sachen, die mir persönlich einfach wichtig sind. Und der 770, der kaut mir da schon zu viel vor. So. Also, ja, also auch gerade was die Aussteuerung angeht. Es gibt halt hoch, mittel, niedrig, automatisch. So. Und ich finde es halt gut, wenn noch manuell da drin ist, dass man halt doch noch eine andere Möglichkeit hat aufzunehmen, dass man halt dann noch lauter machen kann. Manuell ist ja dann wirklich das Lauteste. Und vor allen Dingen, dass er trotzdem diesen Limiter da drin hat und zurücksteuert, finde ich ganz gut. So kann man laut aufnehmen und manuell, ohne dass er übersteuert. Und das finde ich geil. Das gefällt mir. Aber ist ja auch alles eine Geschmackssache. Für viele ist halt der 770 das Gerät. Wobei jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil, wie gesagt, wer kauft sich heute noch einen Olympus? Ich meine, jetzt, wenn viele werden sich jetzt wahrscheinlich auch wirklich die Rekord HQ App holen, alle, die ein iPhone haben, weil die ja dann wirklich super ist und auch rauschfreier aufnimmt als so ein Olympus. Und dass mal da noch ein paar Updates kommen, die vielleicht noch ein paar Funktionen reinbringen. Ja, man darf gespannt sein, ne? Genießen wir einfach zusammen die Ruhe.
noch keinen Vogel zu hören. Genießt mit mir einfach die Ruhe. Wär's, ne? Kaffee ist alle. Jo. Dann werde ich mich mal langsam versmarten und ist gut, Mia. Du hast noch zu fressen und zu trinken hast du auch gekriegt. Tap, 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 so. Ne? Jetzt machen wir Folgendes. Ich hole jetzt mein Smartphone, schalte die Steckdose da hinten aus. Da ist mein Kater. Na, Digga, weißt du? Na gut, Kinder, lauf, 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 lauf. Das höre ich immer vorbei. Ich weiß, das ist dein Bettchen, aber Leben ist hart. So, schalten wir mal. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Powerbank noch lädt, aber werde ich aber feststellen. Ah, die lädt noch, also müssen wir noch ein bisschen lassen. Ich will die auch voll haben, die Powerbank. So, das ist mein Handy. Genau, 4.22 Uhr, das ist doch schön. Dann brauche ich noch meine Watchy-Potch. Genau, lass mal die Powerbank noch ein bisschen dran, dass sie noch laden kann. Und dann ist gut. Weil der Stecker ist noch ein bisschen warm und daran erkenne ich, aha, nein, ich möchte keine zwei Uhren ummachen. Eine reicht. So, kommt jetzt hier rein. Und dann hat sich die Sache. Entschuldigung, das war ein Rülpser. Könnt ihr rausschneiden oder auch nicht. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ich schneide nicht raus. Flugmodus. Genau, wir haben den Flugmodus natürlich an. Was natürlich auch okay ist. Gerade wenn ich das Handy lade oder wenn. Ja, ich mache öfter jetzt den Flugmodus auch an, damit das Handy sich auch mal erholt. Aus mache ich es natürlich nicht, aber
ich mache es halt auf Flugmodus, ne? Sodass, ja, so dass ich es etwas erholen kann, ne, zwischendurch. So, der Powerbank muss noch laden. Ist ja kein Problem. Aber Zeit ist ja noch da. Auch Frau Mietze gibt uns die Zeit. War Frau Mietze? Ja. So, Herrchen setzt sich jetzt wieder auf den Stuhl. So. So. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Wir brauchen jetzt das Netzkabel. Jetzt wird hier wieder extrem mit Kameraadapter gearbeitet. Kamera, so Steckdose an. Aha. Ja, ein bisschen für Earl. So. Jetzt brauche ich natürlich einen Kameraadapter, aber nicht den Kameraadapter hier, sondern den von Apfel. Ich könnte natürlich auch den anderen nehmen, aber ich nehme jetzt den von Apfel mit der USB-Verlängerung dran. Ich habe hier noch so eine USB-Verlängerung angemacht, damit wir auch ein bisschen Stoff haben, sage ich immer. Ne? So, jetzt machen wir den genau. Und jetzt stecken wir das Netzteil in den Adapter rein. Adapter. Adapter heißt das eigentlich. Läuft. Sehr schön. Ja, ist angeschlossen. Fehlt nur noch das Gerät. Ja, das war also Podcast von Sven Heinreich, Folge 759 mit dem Olympus DM 720 manuell aufgenommen, ohne Zoom- oder Weiteinstellung. 320, wie gesagt. Und mal wieder ein anderes Klangerlebnis und mal gucken, was als nächstes kommt. Demnächst sind wir ja bei der Folge 760 und mal gucken, was da passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Mittwoch oder ja, egal welchen Tag. Ich wünsche euch einfach immer eine schöne Zeit und man hört sich dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.